Heute ist kein guter Tag. Und Globi hat sich jetzt mittags wieder ins Hundezimmer, da hinten in die Hundeboxe, hinten links verkrochen. Weil er der Meinung war, rausgehen geht nicht. Keine Ahnung, ob heute Morgen da viel Lärm im Treppenhaus war. Komm! Weil Kinderwagen. Kann sein, dass der ganze Morgen in der Wohnung oben an uns wieder Lärme war. Weil, wie man sieht, das Tier zittert wieder. Und das war die letzten Tage nicht der Fall oder Wochen. Und es ist ja genau immer dann, mittwochs, wenn ich Globi auch noch alleine zu Hause lassen muss. Weil ja abends der Besuch im Altersheim ansteht, wo ich Globi in der Hitze nicht mitnehmen kann. Weil Globi im Auto warten müsste. Altersheim ist definitiv nicht machbar für Globi-Tier. Und natürlich ist dann auch immer genau an diesem Tag schweinelärmisch in der Wohnung, wenn Globi auch noch zu Hause ist. Und ja, manchmal ist einfach immer alles gegen uns, gell Globi? Und er wäre der Meinung, genau, komm, komm. Gestern war es nicht stressig, somit kann es nicht eine Kompensation sein. Also doch, es könnte, weil es kann ja immer länger dauern, als man denkt. Und jetzt steht da unten ein Auto mit dem Mensch. Das geht. Lass! Geht gar nicht. Mal schauen, ob wir es hinkriegen, trotz Handy. Und jetzt seht ihr, was mit Globi wieder passiert, wenn er in sein Modus kippt. Das Fahrrad ist gar nicht so schlimm. Aber dass ich müsse jetzt da durch, wo Mutti will und nicht da, wo ich will. Weil ich will jetzt einfach nur doof etwas in der Wohnung sitzen. Und mich da nicht darum bemühen. Götze! Und da geht's zu meinem Gartenzwinger. Nein! Und Globi macht ja das immer alles mit einer Riesenkraft. Und deshalb ist heute jetzt wieder mein Scheißspaziergang. Und das nachdem Globi jetzt, haben wir es Juli, August, September, Oktober, also er ist jetzt im Oktober dann 2 Jahre bei mir. Doch 2 Jahre. Er wird 3. Und das Ganze ist immer noch auf sehr wackeligen Beinen. Das wird aber wahrscheinlich ja ein Leben lang bleiben. Aber man hofft ja immer, irgendwann werde das Hündchen den Knoten lösen. Und auf einmal wäre alles so toll wie mit einem Hund, der keine Probleme hatte. Lass es! Dann ist es schwierig zu unterscheiden, zieht er jetzt, weil er einfach zieht, oder zieht er jetzt, weil er scheißt. Jetzt war's kack. Lass! Der schwarze Globi.